In diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie man einen Winkel zeichnen kann. Ich habe hier eine Halbgerade mit meinem Scheitelpunkt S und A und daran soll jetzt ein 58 Grad Winkel angetragen werden. Also das Winkelmaß soll 58 Grad sein. Ich nehme wieder mein Geodreieck wie schon bei Winkelmessen, lege das Ganze wieder so an, dass es an meinem zu drehenden Scheitelpunkt ist, der ja in dem Fall ASB ist, das verbirgt sich nämlich hinter Alpha, lege das ganz sauber an. Hier noch ein bisschen runter und schiebe das Ganze dann auf den Nullpunkt, auf den Scheitelpunkt. So, und jetzt gehe ich auf 58 und dort, wo das Ganze, wo die 58 ist, da markiere ich mir einen Punkt hier dran. Denn genau dahin muss später dann die zweite Halbgerade. So, und jetzt kann ich mein Geodreieck wegtun und kann diesen Punkt mit dem Scheitelpunkt verbinden. Und schon habe ich einen 58-Grad-Winkel gezeichnet. Oder einen Winkel gezeichnet mit dem Winkelmaß 58 Grad.